Geistiger Verfall. Toben der Elemente. Fruchtbares Land. In vollster Klarheit wird das Bild des geistigen Verfalls sichtbar werden, so der Tag anbricht, an dem das große Unheil über die Erde kommen wird. In Zeiten der Not flüchtete der Mensch zu Gott. In diesem Unglück aber gedenket nur ein winziger Bruchteil der Menschheit dessen, der allein Rettung bringen kann. Und es wird der geistige Tiefstand so deutlich erkennbar sein, an der Verzweiflung der Menschen, die keinen Weg der Rettung wissen. Und gerade darum ist es so notwendig, dass diese Heimsuchung über die Menschen kommt, die das Denken derer doch noch etwas umgestalten kann, weil die Not unermesslich groß und irdische Hilfe ganz unmöglich sein wird. Der im Glauben lebt, den schrecket das Unglück nicht in dem Maße wie den Glaubenslosen, gibt er sich doch jederzeit willig, seinem Gott und Vater zu eigen. Doch es sind deren nur wenige, und diese wenigen vermögen nicht durchzudringen und die Herzen der Menschen zu tiefem, innigen Gebet zu bewegen. Es ist die Verstocktheit so groß und die Überheblichkeit noch größer. Und dies beides sind so unüberwindliche Hindernisse zu demütiger Unterwerfung und Bitten um Gnade. Je wütender die Elemente toben, desto härter und verstockter wird der Geist derer sein, die mittendrin sind. Und doch gedenket der Herr der wenigen, die seiner gedenken. Er lohnet ihnen ihren Glauben, sodass sie ihm Lob und Dank singen werden. Denn es verlässt der Herr die Seinen nicht. Und er führet sie zum Frieden und wahren Leben in der Ewigkeit, so sie das irdische Leben dahingeben müssen. Sie sich zum Vater bekennen und sich seiner Gnade empfehlen. Und so bedauert nicht, die im Glauben ihr Leben lassen müssen. Bedenket, dass der, welcher das Leben gibt, es auch nehmen kann. Und dass gleicherweise der, der es nimmt, es auch wiedergeben kann. Doch weit schöner und beglückender, als das schönste Erdenleben sein kann. Und darum zweifelt nicht an Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Es müssen wohl viele Unschuldige mit den Schuldigen leiden. Doch dieses Leid wird ihnen tausendfach vergolten werden. Muss es doch ertragen werden, um so vieler Irrenden willen. Und es hat die weise Gottheit auch anderweitig einen Ausgleich geschaffen, indem durch Gottes Zulassung das Land der Heimsuchung außerordentlich fruchtbar werden wird durch eben jenes Geschehen. Und nun die Menschen, die Gottes Güte jenes Geschehen überleben ließ, in tiefster Gläubigkeit ihr Leben dem Herrn weihen und also wahrhaft für den Herrn und im Herrn leben und auch für seinen Namen kämpfen werden. Und nun setzet die Zeit der geistigen Wende ein und es wird durch die Liebe alles miteinander verbunden sein und es wird in der Liebe wirken, einer für den anderen und sie werden Gottes Liebe, Allmacht und Weisheit erkennen. Und ihr Tun und Denken wird recht sein vor Gott. Und der Herr wird wohlgefällig sein Auge ruhen lassen auf jenen, die im Leid zu ihm fanden und ihm nun dienen mit aller Innigkeit. Amen.